dieses Land wird bald so dermaßen demoliert werden, dass ich spüre das die ganze Zeit. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wirklich hier kracht. Das merkt man richtig. Man hat so diese innere Unruhe, was so zurzeit los ist mit Politik, dies, das und sowas. Man merkt richtig, dass bald es richtig, irgendwas Schlimmes wird richtig passieren. So dass es auch wieder quasi wie so eine Erschütterung in Deutschland geben wird. Das ist echt, ich spüre das die ganze Zeit. Kein Christ auf der Welt würde einem anderen Menschen etwas antun oder ihm nur ein Haar krümmen, weil Jesus Christus gesagt hat, liebe eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch verfolgen. Ja. Wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, so geh mit ihm 2 Meilen. Hat Jesus gesagt, wenn jemand dich schlägt, schlag ihn zurück? Nein, er hat gesagt, reich ihm auch die linke oder die rechte. Wenn dich jemand auf die linke schlägt, so reich ihm auch die rechte. Ja, das sind Worte der Heiligkeit. Und nicht wie Mohammed sein Schwert in alle Menschen reingehauen und sie gezwungen. Nein, nein, wir fragen uns bei jeder Tat, bei jedem Terroranschlag, bei jedem Mord, was steckt an Ideologie dahinter? Man fragt nach dem Motiv. Jeder Polizist, der ein Verbrechen ermittelt, fragt zuerst nach dem Motiv. Und wir fragen uns seit dem 11. September 2001 nach den Motiven, warum so viele Moslems Terroranschläge machen. Kein normaler Mensch bindet sich einen Sprengstoffgürtel um den Bauch und sprengt sich inmitten von Andersgläubigen in die Luft. Das machen nur diejenigen, denen ihre Religion verspricht, dass sie danach ins Paradies kommen und mit 72 Jungfrauen belohnt werden. Genauso ist es nämlich im Islam festgelegt. In Sura 9, Vers 111 steht es genauso drin. Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet. Absolut recht. Jede Sache, die der Michael Stürzenberger ja gesagt hat, hat er absolut recht. Er hat nichts von sich selbst ausgesagt. Er hat den Koran zitiert, er hat sogar den Hadith zitiert am Anfang mit der Genitalverstümmelung. Er hat alles richtig gemacht. Nur die Muslime wollen es nicht wahrhaben. Habt ihr gesehen, wie die Muslime reagiert haben? Die können es nicht glauben. Sie denken sich, wenn das so ist, dann ist das die wahnsinnigste Religion der Welt. So ist das, mein lieber Muslim. So ist das. Und ich möchte den Vortrag beenden mit zwei wichtigen Sachen. Ich habe euch ja gerade erklärt, dass Mohammed sein Schwert in jeg mögliche Menschen reingehauen hat, die nicht mit seinem Islam einverstanden waren. Und er wurde von Allah mit dem Schwert entsandt, um alle Menschen zu bekämpfen und sie zum Islam zu zwingen. Und zieht euch das mal rein. Ich habe hier eine islamische Webseite aufgeschlagen, das ist von Muslimen für Muslime. Ja? Hier geben irgendwelche hohe Autoritäten. Ja, also Antworten. Also es wurde eine Frage gestellt, wie kann man das Ganze sehen, wie Mohammed gehandelt hat und alles. Und hier erklärt eine hohe Autorität im Islam, dass der Islam sich durch Gewalt und Schwert verbreitet hat und dass es auch keine Schande ist, daran zu glauben. Es ist so krank. Hier, Sheikh al-Islam ibn Tamir sagte in Majmu al-Fatawa, Muslime kennen sich ja natürlich bestens aus, wenn ich sowas zitiere, wer Sheikh al-Islam ist, pass auf, sagt in 28 zu 263, der Zweck ist, dass alle Religion allein für Allah sein sollte und dass das Wort Allahs die Oberhand behalten sollte. Das Wort Allahs ist ein umfassender Satz, der sich auf seine Worte bezieht, die in seinem Buch enthalten sind. Daher sagt Allah, Interpretation der Bedeutung, wir haben unseren Gesandten mit klaren Beweisen gesandt und mit ihnen die Schrift und das Gleichgewicht, Gerechtigkeit offenbart, damit die Menschheit die Gerechtigkeit aufrecht erhalten kann. Sure 57, Vers 25. Pass auf, der Zweck, der hinter der Entsandung der Gesandten und der Enthüllung der Bücher stand, war, dass die Menschheit die Gerechtigkeit in Bezug auf die Rechte Allahs und die Rechte seiner Schöpfung aufrechterhalten konnte. Dann sagt Allah, Interpretation der Bedeutung, und wir haben Eisen hervorgebracht. Das sind alles Verse, bla bla bla. Wir müssen zum wichtigen Teil. Pass mal auf, was Ibn al-Qayyim sagt, pass auf. Ibn al-Qayyim, möge Allah Gnade mit ihm haben, sagte in al-Farusiyah, Seite 18, Muslime kennen sich ja natürlich aus mit den Quellen. Al-Farusiyah, Seite 18. Allah sandte ihn, was bedeutet, dass der Prophet mit dem Leitsbuch und dem siegreichen Schwert vor der Stunde, sodass Allah allein würde ohne Partner oder Partner angebetet werden. Also er darf nicht mit irgendwelchen Partnern oder sowas angebetet werden. Er muss alleine angebetet werden. Dafür wurde Mohammed gesandt mit dem Schwert. Und seine Bestimmung wurde unter dem Schatten von
platziert und mit dem Schwert platziert. Allah hat die Religion des Islams mit Beweisen und mit dem Schwert und Speer sowohl zusammen als auch untrennbar etabliert. Das sind einige der Beweise aus dem Koran und der Sunna. Die Beweise deuten eindeutig darauf hin, dass das Schwert eines der wichtigsten Mittel ist, das zur Ausbreitung des Islam geführt hat. Seht ihr, wie dieser Sheikh das zugibt? Wenn der Islam nur mit friedlichen Mitteln verbreitet würde, wofür müsste die Kuffar dann Angst haben? Von bloßen Worten, die auf der Zunge gesprochen werden? In Al-Sahihain wird erzählt, dass der Prophet sagte, ich habe mit Angst Unterstützung, also er wurde mit Terror entsandt und die Schrecken der Herzen der Ungläubigen. Dass die Kuffar Angst davor haben, dass sie Muslime werden. Aber wenn sie das nicht tun, dann sind sie frei zu glauben und zu tun, was sie wollen. Oder sie hatten Angst vor dem Dschihad und von der Auferlegung der Jizya und vor der Demütigung. Das kann dazu führen, dass sie in den Islam eintreten, damit sie von dieser Demütigung verschont bleiben. Hier, pass mal auf. So sagte der Gesandte Allahs, Frieden und Segen sei auf ihn, seinen Kommandeuren, was er den Muslimen mitgegeben hat, dass sie die Kuffar zum Islam rufen, während er ihre Schwerter über ihre Köpfe, also ich sprach, das ist ja aus dem Englischen jetzt übersetzt, wenn sie sich weigerten, Muslime zu werden, dann sollten sie die Jizya mit Demut bezahlen. Wenn sie sich weigerten, dann blieb ihnen nichts anderes übrig als das Schwert. Wenn sie sich weigern, dann suchen sie die Hilfe Allahs und kämpft gegen sie. Also Mohammed hat gesagt, wenn sie sich weigern, den Islam nicht anzunehmen, dann haut mit dem Schwert da rein. So ist das Ganze. Seht ihr, wie heftig der Islam ist? Und hier steht's, der Prophet sagte, ich bin vor der Stunde mit dem Schwert geschickt worden, damit Allah allein angebetet wird. Und meine Vorsorge wurde in den Schatten meines Speeres gestellt. Und Demütigungen wurden für diejenigen, die dagegen gehen, verordnet. Mein Befehl und wer ein Volk imitiert, ist einer von ihnen. Das heißt, wer ein Volk der Ungläubigen nachahmt, ist einer von ihnen. Aber seht ihr, dass er mit dem Schwert entsandt worden ist, damit Allah allein angebetet wird? Ja, das ist sehr, sehr heftig, sehr, sehr heftig. Und das ist der letzte Teil. Die Tatsache, dass das Schwert und die Machtmittel zur Verbreitung des Islams waren, ist keine Quelle der Schande für den Islam, sondern eine seiner Stärken und Tugenden. Denn das lässt die Menschen an das festhalten, was ihnen in dieser Welt und im Jenseits nützt. Das ist eine Riesenschande, dass der Islam Menschen zwingt, den Islam anzunehmen. Das ist so schrecklich. Und guckt mal an, wie Jesus mit dem Wort Schwert umgeht. Wie er das Ganze definiert. Pass mal auf. Wir lesen in Matthäus 5, 26 ab Vers 51. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Seht ihr, hier hatte Jesus ja die Möglichkeit, um zu sagen, ja komm, mach mal, verteidigt mich, ja genau, hau in ihn rein. Aber der Jesus hat gesagt, wer zum Schwert greift, der wird umkommen durch das Schwert. Also eine Gewaltlosigkeit hat er gepredigt. Er hat den Leuten gesagt, hört auf, steckt euer Schwert ein. Jeder, der zum Schwert greift, wird umkommen durch das Schwert. Und seht ihr, dass Mohammed sein Schwert in alle Menschen reingehauen hat, die nicht mit ihm einverstanden waren oder die nicht Allah alleine angebetet haben? Das ist der Wahnsinn. Wir reden hier von Himmel und Hölle. Versteht ihr die Heiligkeit zwischen der Heiligkeit des Herrn Jesus und der Unheiligkeit Mohammeds? Das ist heftig. Das ist genau das Gegenteil. Das ist genau das Gegenteil. Deswegen habe ich gesagt, ihr müsst euch auseinandersetzen mit den beiden Charakteren Jesus und Mohammed. Und am Ende dieser Reise wirst du sehen, dass Jesus das vollkommene Vorbild und Beispiel ist. Er ist wahrlich der beste Mensch. Man kann sagen, Jesus war der beste Mensch der Welt, nicht Mohammed. Und im Koran ist er sowieso höher als alle anderen. Ja? So sieht's aus. Und hier lesen wir noch in Lukas 22 ab Vers 49. Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Guck mal, sie fragen den Jesus, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da antwortete Jesus und sprach, lasst ab davon. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Und an die Muslime, die wieder ausgeflippt sind in den Kommentaren, der Herr Jesus Christus möge euch segnen, ich vergebe euch jede einzelne Beleidigung.
wie ich immer sage, ihr schadet euch und eurer sogenannten Religion, wo ihr euch hinzugezogen fühlt. Und die ganzen Menschen sehen das halt und kriegen eine Abneigung gegen den Islam. Und die geben mir am Ende recht und sagen, Amir hat vollkommen recht, die Muslime sind ja total dämonisiert. Das sehen wir in den Kommentarbereichen, dass die ausflippen, nur am Beleidigen sind, ja. Ja, weil wenn du dieser Religion angehörst und sie friedlich wäre, so würde ja nicht sowas aus deinem Munde kommen oder beispielsweise sowas zu schreiben. Also würdest du dir 10-mal Gedanken machen, sowas hinzuschreiben, ne?